Hallihallo. So, es geht los. Und zwar, ihr habt das Aufgabe-Battle gesehen für die Interzoo-Aquarien. Und jetzt fange ich so ein kleines Video an, wo wir einfach so Updates machen, wie sich die Aquarien entwickelt haben, was wir so machen müssen aktuell und so weiter und so fort. Genau, wir fangen direkt mit Marc, also MJ Aquascaping, mit dem seinem Aquarium an. Und damit ihr mal seht, wie das so nach 14 Tagen jetzt aussieht, hier so ein paar Aufnahmen davon. Als Beleuchtung haben wir hier bei dem Aquarium eine 900er von der Universal WRGB genommen. Sie hat ja vier Farbkanäle, also Rot, Grün und Blau zum Einstellen und auch einen weißen Farbkanal. Wir haben jetzt aktuell alle auf 100% laufen und die Beleuchtung lassen wir bei 6 Stunden von 12 bis 18 Uhr laufen, jetzt für die ersten 4 Wochen wahrscheinlich. Und dann werden wir die Zeit langsam erhöhen. Ich bin mit dem Licht sehr zufrieden, das sieht echt toll aus. Die Lampe macht auch immer noch einen guten Eindruck, selbst wenn die mal hier so ein bisschen nass geworden ist. Das juckt die alles gar nicht. Also wirklich tipptopp Licht, bin sehr zufrieden, nach den 14 Tagen bis jetzt noch keine Makel. Wir haben installiert einen Oberflächenabsauger, CO2-Anlage und der 1500er Aquarell Ultramax-Filter ist dran. So, was haben wir aktuell in dem Aquarium gemacht? Wir haben in der ersten Woche täglich Wasser gewechselt, so viel wie ging. Also ich würde mal sagen, so zwischen 60% und 80%, je nach Tank, ein bisschen unterschiedlich, aber so grob, 60% bis 80% Wasser gewechselt, jeden Tag. In der zweiten Woche haben wir das jeden zweiten Tag gemacht. Ansonsten haben wir noch nicht so viel gemacht. Er hat ja ein relativ easy Setup gewählt. Also sprich, er hat es MJ-Style genannt, so Beginner-Style. Also wirklich einfach zu pflegen, einfach nachzubauen, sodass es auch für Leute ist, die vielleicht frisch einsteigen, frisch anfangen, nicht zu kompliziert. Ist auch wirklich gut gelungen, hat eine tolle Pflanzenauswahl hier gehabt, hat ja mit der Marcellea im Vordergrund und dem Elocharis Mini sich dazu entschieden, hat ein bisschen Abida Braun für die Mitte, ein bisschen Rot-Touch. Auch die Ludwiger Mini Super Red ist mit drin, die sich auch schon sehr gut entwickeln. Genauso wie der Kongo-Farn, der schon gut wächst als Aufsetzerpflanze mit der Hygrophila Pinatifida zusammen. Und an den Seiten hat er so ein bisschen Myrophyllum atrocensis im Hintergrund und links und rechts so ein bisschen Cryptocurrine Ventivas, glaube ich. Jetzt nach 14 Tagen, im Aquarium entwickelt sich prächtig. Die fangen alle an auszutreiben. Man sieht das schön an den Bodendeckern und so weiter, die richtig schön austreiben. Und auch die restlichen Pflanzen fangen an zu wachsen. Wir haben ein ganz klein bisschen was mit Kieselschmieralgen. Sieht man auf den Steinen. Die Wurzeln blühen so gut wie gar nicht auf. Nur an den Bruchstellen sind sie ein bisschen aufgeblüht. Das war jetzt Marc sein Aquarium. Wie gesagt, entwickelt sich sehr gut, macht extrem wenig Probleme. Freue ich mich schon drauf, wie sich das weiterentwickelt. Ja, kommen wir weiter zu Thomas Stein Aquarium. Und wie das jetzt aussieht, seht ihr jetzt ganz kurz. Hier haben wir zweimal die Universal WRGB 1000 drin verbaut. Aufgrund der Tiefe mit 60 cm bietet es einfach an, dass man dann wirklich auch eine Lampe mehr mit reinnimmt. Er hatte sich für Edelstahl Ein- und Ausläufe entschieden. Wir haben hier bei dem Aquarium, weil es auch viel Holz war, haben wir zwei eingefahrene Filter verwendet, die halt praktisch schon schön biologisch hochaktiv waren. Er hat einen Oberflächenabsauger mit drin. Ja, CO2-Anlage ist klar. Vom Layout her hatte sich Thomas ja für Mini-Landschaft entschieden als Stein und Red Spiderwood als Holz. Das sind praktisch diese Center-Stücken, die wir hier haben. Also die nennen sich so Centerpieces. Und das sind praktisch so abgeschnittene Stumpen, also sprich, wo die Wurzeln so ausgegraben wurden, oben die Äste waren weggeschnitten. Was auch eine gute Entscheidung war, bei über 6 cm Höhe, um da auch eine schöne Höhe hinzukriegen. Bepflanzung hat er sich auch etwas einfallen lassen, hat es also sehr leicht gewählt und trotzdem hat er erklärt, ein bisschen mit Kontrasten, allerdings nur mit Grünkontrasten. Und da hat sich halt entschieden, Vordergrund hat er einmal Elocharis Mini genommen, hat das in den vorderen Mittelgrund bis in den vorderen Hintergrund mit Lobelia Cardinalis ein bisschen ergänzt, Lobelia Cardinalis Mini. Um dann die runden Blätter mit dem Kontrast wieder aufzunehmen, hat er sich für die Coin Leaf Anubias entschieden, also Anubias Batari Coin nennt die sich, also so eine sehr rundblättrige Anubias, hat dann ein paar Butzofilandra mit drin und ein bisschen was mit Fahne. Im Hintergrund hat er sich für Rotalas entschieden, wobei da hat er mich schon gebeten, eine Änderung zu vollnehmen, dass wir da auch nochmal Rotala Bonsa mit reinmachen. Aktuell haben wir Rot und die Folia drin. Blüxa hat er auch noch mit drin, Blüxa Japonica hat er im Mittelgrund mit drin. Ja, das ist praktisch der Besatz oder die Bepflanzungslayout vom Thomas. Problemchen, was haben wir hier? Sehr mysteriös, also wir haben auch hier wieder ein bisschen Kieselalgen. Das ist noch ein bisschen neu für uns, das kenne ich so noch nicht. Wir haben auch hier täglich Wasser gewechselt in der ersten Woche, jeden zweiten Tag in der zweiten Woche. Und wir haben hier noch so ein bisschen braune Fadenalgen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das werden wir auch später noch bei meinem Aquarium sehen. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, kriegen wir aber auch in den Griff, gehe ich von aus. Bekanntermaßen, gewohnheitsgemäß, das Red Morewood blüht ein bisschen mehr auf. Aber ich denke, durch die eingefahrenen Filter auch hier deutlich weniger als erwartet. Und ja, insgesamt auch ein tolles, zu pflegendes Aquarium. Ich bin gespannt. Also Entwicklung, die Pflanzen wachsen schon mal gut los. Das gefällt mir richtig gut.
Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das sich so in den nächsten Wochen und Monaten dann so verhält. So, dann hatte ich ja eben erklärt, also insgesamt, Aquarium sieht sehr gut aus. Ja, sieht echt toll aus. Und hier haben wir halt so ein bisschen das Aufblühen, das kann man hier sehen, das sind praktisch diese weißen Stellen. Sieht aus wie so Löcher, da kommt es halt vornehmlich raus. Oder wenn es halt irgendwie gebrochen ist an manchen Stellen, ne? Oder geschnitten wurde. Da kann man das schön sehen. Ja, hier auch nochmal. Und was halt ein bisschen komisch ist, also hier die Schmieralgen, das sieht ihr hier auf den Stein. Da haben wir überall so ein bisschen Kieselalgen drauf. Und was jetzt neu ist, das kenne ich noch gar nicht, da muss ich mal gucken. Das sind diese braunen Fadenalgen da hinten drin. Das ist sehr ungewöhnlich. Aber ansonsten, wie gesagt, Setup sieht insgesamt sehr gut aus. Bin da sehr zufrieden. Okay, kommen wir zu Carlosheim Aquarium. Und Carlosheim Aquarium sieht halt so aus. Carlos hat das Eheim Proxima 250 gehabt. Das ist ein Aquarium, 1 Meter breit, 50 tief, 50 hoch. Wir haben da auch von der Universal WRGB zwei Stück reingelegt, auch die 1000er. Wir haben als Filterung den Aquael 1500 genommen, als eingefahrenen Filter, also viel Biologie. Ja, CO2-Anlage ist wieder mit dran, Oberflächenabsauger ist mit dabei und er hat auf der einen Seite einen Glasansauger genommen und er hat einen Kunststoffausströmer genommen, deswegen, weil der flexibel ist und man damit die Strömung ein bisschen herrichten kann. Carlos ein Becken, jetzt nach zwei Wochen das Aquarium, was uns hier wahrscheinlich die größten Schwierigkeiten macht, neben meinem, da kommen wir aber zum Schluss zu. Das sieht jetzt nach 14 Tagen richtig übel aus. Carlos ist der Einzige, der einen Sand verwendet hat für sein Layout. Carlos hat Drachenholz genommen und Drachensteine als Kombination, sehr schön. Bepflanzung medium schwierig gewählt mit einer Rotala Hara im Hintergrund auf der linken Seite, leicht im Mittelgrund die Rotala Naijan als schönen Grünpunkt und auf der rechten Seite als gelben Punkt die Rotala Rotundifolia. Die Wurzeln hat er alle bepflanzt mit Micranthemum Monte Carlo. Sprich, das sollte so ein bisschen runterhängen, ein bisschen urig wirken, hat ein paar Moser dazwischen versucht. Und er hat im Sand auch noch ein bisschen Marsilea Minuta genommen. Hier haben wir ein paar arge Schwierigkeiten. Einmal mit Silikat, also das haben wir komischerweise in allen diesmal, aber hier extrem. Sprich, wir haben viel braune Schmieralgen. Wir haben auch diese mysteriöse braune Fadenalge. Wir haben hier sogar schon ein bisschen Cyano nach 14 Tagen drin, was wir ganz merkwürdig finden, weil wir ja den eingefahrenen Filter benutzt haben. Ja, es gibt Pflanzen, die sterben. Also gerade die Marsilea Minuta, die eigentlich schon eine eher der leichteren Sorten war, hat es hier komischerweise nicht geschafft. Es gibt Pflanzen, die stehen noch, aber die wollen nicht so toll wachsen. Und wir haben das Monte Carlo. Naja, es auch wächst auch gut los, aber das, was reingepflanzt wurde, auch da mit den Schmieralgen übersät, da müssen wir nochmal ran. Da werden wir mal schauen, dass wir mal alles ein bisschen absaugen müssen, wegputzen und so weiter. Also hier haben wir halt die Probleme, die man so schön sehen kann. Ne? Wenn wir so massiv Schmieralgen auf dem Boden, da werden wir gut durchwirbeln müssen und absaugen müssen. Vielleicht mit der Mulmglocke, das wollen wir gleich gucken. Da der kleine Fleck, das sind die Cyanobakterien, ganz übel. Müssen wir gleich gucken, dass wir die direkt irgendwie rauskriegen. Und dann sieht man halt hier auch wieder diese braune Fadenalge. Oder ist das grün? Ich habe keine Ahnung. Ja, und hier leider auch die veränderten Pflanzen. Einmal auf der Seite, hier vorne gehen sie auch kaputt, hier komischerweise wachsen sie gut, da geht sie auch kaputt und da ist sie auch kaputt. Keine Ahnung warum, weshalb, wieso. An sich, man sieht es an dem Monte Carlo schön, die neuen Triebe, sie wächst sehr gut, nur obendrauf. Naja, wir warten ab, nach zwei Wochen sieht Carlos sein Aquarium jetzt so aus, wir geben auch unser Bestes. Ich möchte noch mal ganz kurz was sagen, also bei Carlos haben wir hier, habe ich bei Thomas schon vergessen, haben wir hier auch schon eine Milchfolie hinten reingemacht, weil es sah mal so doof aus zum Durchgucken, hat er sich auch gewünscht gehabt, er wollte gerne eine Milchfolie haben. Er hätte sogar am liebsten noch einen Light Ground gehabt, also dass sie von hinten beleuchtet wird, damit das noch einen krasseren Kontrast gibt, weil man hat halt hier einen sehr großen dunklen Kontrastpunkt, also einen Schwarzpunkt, und hätten dann da hinten einen schönen hellen, genauso wie hier auf der Seite. Ja, das war also das Ziel des Accounts, dass man halt schön mit Kontrasten arbeiten kann. Hier haben wir nochmal einen Durchguck, ja, wo halt auch noch mal einen zusätzlichen Blick gibt, wenn man so von der Seite ein bisschen guckt. Das war jetzt Carlos 1, jetzt gehen wir zu dem Alux von mir. Gucken wir uns das mal an. Als letztes das Amtra Alux 220, mein Aquarium. Zu erwarten, das vielleicht problematisch werdendste Aquarium.
im Moment fühlt es sich noch ein bisschen anders an, weil das Proxima uns auch ein bisschen Sorge bereitet. Ich denke, der Korkeiche erfüllt alle Erwartungen. Wir haben zwei eingefahrene Filter genommen, nämlich die 1500er Ultramax von Aquael. Beide schon mehrere Monate hier im Betrieb, also schön Biomasse drin. CO2 ist vernünftig dran. Ich habe den Aquael Oberflächenabsauger und ich habe zwei 900er Universal WRGB mit drin. Warum zwei? Ist ganz einfach. Ich habe halt eine große Pflanzendecke oben an den Deckel gemacht, also oben an der Wasseroberfläche. Und wenn ich nur eine setze, ist da so viel Schatten drin, dass ich das jetzt persönlich nicht so toll finde. Ein bisschen mystischer wirkt es halt schon mit nur einer Lampe. Das gibt schon schöne Schatten dann da. Und hier wäre halt auch ein beleuchteter Hintergrund von Vorteil. Jetzt habe ich schon gesagt, dass es natürlich viele schöne Probleme bereitet. Was bereitet es für Probleme? Ja gut, wir haben massivst austreibende Fadenalgen hier drin. Die kommen vom Holz auf jeden Fall, da sind wir uns sicher. Das sieht zwar ein bisschen so aus, als es von den Pflanzen kommen würde, ist es aber nicht. Im Vordergrund, die eigentlich eingelaufene, also die war ja schon vorgezogen, Marsilea, schwächelt auch ein ganz klein bisschen in der Mitte, ganz merkwürdig. Also ein Teil davon schwächelt, der andere Teil scheint gut neu auszutreiben. Micranthemum micranthinoides hat das Ganze auch nicht so schön gefunden hier drin. Sehr merkwürdig. Micranthemum umbrosum findet das auch nicht so sexy hier. Dafür richtig toll kommt, so wie ich es jetzt erstmal erwartet habe und auch wie es funktioniert, ist der Hygrophyllaliformis red. Der, finde ich, hat ganz hübsche Köpfe, fängt gut an zu wachsen. Die Rotala Wallichii macht uns auch keine Probleme, was auch schön ist. Ja, die Rotala Nalijandi, also diese ganz feine Grüne, wächst auch ganz gut. Ja gut, oben meine Baumkronen, bestehend aus Microsorum Pteroptus trident und Bolbitis heudelotti. Die haben es natürlich jetzt ein bisschen schwer, weil wir da halt diese Fadenalgen drin haben. Da wird es jetzt aber so aussehen, dass wir wahrscheinlich die ganzen alle einmal wegschneiden und neu austreiben lassen und dann gucken, dass wir das in den Griff kriegen. Wir haben, wie gesagt, bei allen Becken jeden Tag einen großen Wasserwechsel gemacht. Bei dem hätte man vielleicht auch zwei Wochen lang jeden Tag einen machen können. Wir haben es jetzt auch hier in der zweiten Woche nur jeden zweiten Tag gemacht. Von daher könnte das eventuell eine kleine Problematik sein. Bin aber guter Dinge. Wir haben das schon gemacht und das hat gut funktioniert. Wir werden das hier auch gut hinkriegen. Und wir haben auch hier so ein bisschen Schmieralge. Man sieht es an der Scheibe. Vielleicht kann ich von der Seitenscheibe durchfilmen. Da sieht man das so ein bisschen so in dem Bereich. Aber das ist nicht so dramatisch. Hauptsächlich sind es halt diese fadigen Algen. Da müssen wir mal gucken. Die werden wir halt manuell entfernen mit einer Bürste so aufdrehen oder sowas. Und dann kommen die halt raus. Ne? Genau. Ansonsten sieht das ganz gut aus. Ja, das waren jetzt alle Aquarien so nach zwei Wochen. Jetzt werden wir mal eine kurze Pflege durchführen, Wasser wechseln, ein bisschen die Algen machen und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir hatten bisher nur Wasser gewechselt. Es wurde noch nicht gedüngt. Wir haben eine Beleuchtung von 6 Stunden aktuell auf den Aquarien am Laufen. Und ja, das ist der Stand jetzt nach 14 Tagen. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich in 14 Tagen wieder.